Hallo Tosca, hallo Bogdan. Heute am 1. November 2008 hat es hier fürchterlich geregnet. Und da hier viel Wasser runtergekommen ist, hat auch der Orb etwas sein Aussehen verändert. Ich bin jetzt hier an dem Örtchen, wo Bogdan seine Kristalle ausgebuddelt hat. Und wie ihr seht, ist der Fluss ganz braun, schlammig. Und einige Büsche und Bäume sind auch im Wasser. Ich hoffe, ihr kennt den Ort wieder. Tja, heute war wirklich ein 1. November, wie man sich hier vorstellt. Grau, traurig, windig, Regen. Jetzt ist es so gegen 4 Uhr und das schlechte Wetter hat sich etwas beruhigt. Aber auch hier ist der Herbst eingetreten. Wie ihr sehen könnt, fallen die Blätter überall von den Bäumen runter. Tja, leider ist der Sommer vorbei. Hier ist Bogdans Kristallbuddelstelle. Die hat sich allerdings nicht so sehr verändert. Die Kristalle sind immer noch da. Erinnert ihr euch an den Dschungelpfad, den ich dann auch mit der Kleinen so oft genommen habe, wenn wir mit den Hunden draußen waren? Voilà. Unser Dschungelpfad. Da oben ein wilder Apfelbaum. Ich weiß nicht, ob das da drauf sichtbar wird. Zwei oder drei kleine rote Äpfel. Und jetzt geht's runter zum Flussbett, wo ihr euren Kryptonit gesucht habt. Vielleicht finde ich ja auch ein Stück. Ich glaube, ich sehe ein Stück Kryptonit. Ich werde mal mit der Kamera darüber fummeln. Ja, oui. Tout à fait. Ein Mosso vom Kryptonit, Kinders. Ich suche halt ein paar schöne Steine, um sie mit Pflanzen zu kombinieren. Aber die schönsten großen Brocken sind leider viel zu schwer, um die zu schleppen. Was wächst denn da? Kenne ich nicht. Ist aber mit Sicherheit giftig, nehme ich an. Das ist schön. Hier im Flussbett wächst ständig irgendwas. Jedes Mal, wenn Hochwasser ist, ist alles weg. Und dann dauert es gar nicht so lange, dann wächst wieder alles hier. Irgendwie ein schöner und interessanter Ort. Ich weiß noch, mit welcher Begeisterung ihr hier wart. Mit welcher Begeisterung Bogdan hier den Boden nach interessanten Steinen abgesucht hat. Übrigens, ich hoffe, ihr habt meinen Antwort-Mail gekriegt. Der war ja sofort da. Ne? Also, wir freuen uns natürlich riesig, 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 riesig. Da ist so ein super Stein, der mir gefallen könnte. Aber, ich mal meine Hand daneben, damit ihr mal seht, wie groß der ist. Ne? Donc, c'est pas. Nicht nötig, dass ich den schleppe. Das ist fast ein Asteroid, der runtergefallen ist. Ja, wie. Hier läuft das Wasser überall.
werde versuchen, mich selber zu filmen, um euch einen Tschüss zu sagen. Ich weiß aber nicht, ob es klappt. Ne? Also erwartet nicht zu viel. Tschüss, Kostka Bogdan und vor allen Dingen meine süße Prinzessin Charlie, bei den kräftigen kleinen Dennis. Zwei Kinder. Tschüss. Ich habe euch lieb und wir freuen uns schon, wenn ihr kommt. Ihr, Ustasia und Stefan. Bye, bye. Ich hoffe, es hat funktioniert. Wenn nicht, dann wie. Auch nicht schlimm. Tschüssi.